Was geht ab, meine Z-Fighter? Osria. Und heute machen wir das neueste Doku-Event vom Ultra Instinct Sign bzw. Ultra Instinct Goku. Denn das Event hat es auf jeden Fall in sich und es gibt ein paar Dinge, auf die ihr auf jeden Fall achten müsst, damit ihr das Ganze auch schafft, hoffentlich. Nämlich, es gibt einmal nur eine Stage auf Ziad Super 2. Auf Ziad droppen die Medaillen zwischen 3 und 6 Mal, auf Super 2 7 Mal. Es gibt keine Passive, kein Link-Skill, der quasi seinen Angriff, sein Damage Reduction annulliert, denn Ui Goku macht, also hat einen Angriff-Boost, Verteidigungs-Boost, er macht vermehrt Schaden, ist tanky. Es gibt jedoch kein Link-Skill, auch wenn das hier vielleicht so sieht, oder eine Passive, wie es üblicherweise ist, beziehungsweise oft. Gibt es diesmal nicht, auch nicht die Universal Survival Saga Kategorie oder ähnliches, sondern nur eine Karte macht das. Nur eine Karte tut das, nämlich Jiren. Der neue Jiren macht vermehrt Schaden gegen Goku, sonst nichts anderes. Heißt, wenn ihr Jiren habt, rein mit ihm in euer Team. Ich habe ihn nicht, aber wir werden auf jeden Fall dennoch hoffentlich auskommen. Das werden wir gleich sehen. Zudem in Runde 3 kämpfen wir gegen Genkidama Goku. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, er tut uns One-Shotten. Er macht eine K.O.-Ulti in jeder Runde und die hat es auch in sich. Die macht 2 bis 3 Millionen Schaden, wenn nicht sogar mehr, und ihr seid danach K.O. Wie kann man das Ganze umgehen? Items, entweder seht ihr ihn, dann tut er natürlich nicht ulten. Sealen könnt ihr auch mit dem Charakter, ganz klar. Entweder ihr stunt ihn mit dem Charakter, sealen, stun etc. Mit Items, Charakteren. Oder ihr nehmt zum Beispiel Ghost Usher, tut die Runde komplett dodgen. Oder es gibt auch Charaktere, die K.O.-Ultis überleben. Zum Beispiel der Strength Goku aus Namek. Oder der Jackie Chun aus dem World Tournament Banner. Oder SR Nail. Aber ich würde, wenn also den Strength, den SDR Goku kann man auf jeden Fall mitnehmen, der aus Namek, Super Saiyan, wenn ihr da ein passendes Team habt. Aber ansonsten, also ich zumindest, werde auf jeden Fall mit Items darum hantieren, zielen, dodgen mit Oranai Baba, nicht Oranai Baba, mit Oranai Baba zielen und mit Ghost Usher die Runde dodgen. Oder eben ihr nehmt Charaktere, die total tanky sind, eine Damage Reduction habt, das sollte im Prinzip eigentlich auch gehen. Aber ich rate da eher zu den Items. Anyways, wir kämpfen am Anfang gegen Godku, dann einmal gegen Genkidama Goku, beziehungsweise erst gegen Goku Blue, Genkidama Goku, dann gegen Ultra Instinct Sign und ab Ziad, wenn wir es auf Ziad machen, beziehungsweise wenn wir es auf Super 2 machen. Bis Ziad geht es nur bis Phase 4. Auf Super 2 kommt noch der Ultra Instinct Goku dazu und ab Phase 4 können wir Goku nicht stunnen, nicht zielen, seinen Angriff nicht senken, seine Verteidigung nicht senken. Heißt, da musst du auf jeden Fall aufpassen, er wird Schaden machen. Ultra Instinct Goku, 77 Medaillen brauchen wir für ihn. Wir wissen, was der Dude drauf hat. Wenn nicht, schaut das Video euch dazu an. Das Video von gestern quasi, die News, die da rauskam. Auch diese Charaktere habe ich da abgedeckt auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, ohne weiteres legen wir da auf jeden Fall direkt mal los. Alles klar, da sind wir auch schon im Kampf mit einem Potara-Team an der Stelle. Und zwar wird, wie gesagt, die ersten zwei Runden werden natürlich erstmal easy, will ich nicht sagen, aber sie sind machbar, beziehungsweise in dem Sinne die dritte Runde kämpfen wir dann gegen den Genkidama Goku, der dann alles one-shottet, und da werden wir uns dann auf jeden Fall mit Items aushelfen, auf jeden Fall. Und genau, also ihr kommt wahrscheinlich nicht drum weg, dass ihr auf jeden Fall gute Charaktere braucht, beziehungsweise ein gutes Team, um das Event zu schaffen, denn das Event ist schwer. Ja, ich habe hier an der Stelle ein gutes Team, LL Vegito Potara Team. Für mich wird es machbar sein auf jeden Fall, aber ich bin mir auch garantiert sicher, dass ihr dennoch außerhalb davon an sich ein gutes Team braucht, um überhaupt wirklich das schaffen zu können. Ich will euch keine Angst machen. Ich meine, wahrscheinlich haben die meisten von euch, hoffe ich zumindest, wenn ihr das lange spielen, JP, ein gutes Team. Wobei es mir nämlich im Prinzip gerade geht, warum ich das Ganze anspreche, ist, es ist ein Videospiel. Ihr dürft nicht verwechseln, dass wenn Newcomer, Anfänger vor allem, die das Spiel angefangen haben, die Karte zwar gezogen haben mit Glück, oder, also soll nicht heißen, dass ich es niemanden gönne, sondern ich will auf was ganz anderes hinaus. Das Summon ist reines Glück. Wenn ihr was zieht, ist geil, freut mich wirklich für jeden. Das ist Glück, aber wenn ihr diese Karte dann awaken wollt, müsst ihr das ein Event machen und das ist schwer. Und das ist dann, das verstehe ich komplett, denn das ist ein Gameplay. Und Videospiele sind meiner Meinung nach so kenne ich sie schon seit geraumer Zeit. Videospiele sind fordernd. Und wenn sie nicht fordernd sind, machen sie keinen Spaß. Und deswegen finde ich das an der Stelle, dass die Events schwerer werden und für Anfänger natürlich nicht machbar sind, ein bisschen logisch. Könnt ihr mich verstehen? Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr mich da nachvollziehen? Weil es muss schon in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall fordernd sein, ja.
Denn es ist ein guter Charakter, neue Karte, neues Event. Das soll fordernd sein, denn die Karte ist gut, also sollte man auch irgendwas leisten, um ihn zu awaken. Darauf will ich hinaus. Anyways, jetzt in der Runde müssen wir aufpassen, denn hier one-shottet er alles mit der K.O.-Ulti. Ich werde mir mit Items aushelfen. Er greift als allerletzter an. Ich habe da Vegito Blue drinnen. Vegito Blue kann kontern, also ziele ich ihn an der Stelle, statt ihn Ghost zu aschern. Denn dann verhindern wir, dass er eine Ulti macht. Und Vegito Blue hat dann Free-Counter, sage ich mal. Das an der Stelle. Auf sowas müsst ihr auf jeden Fall achten. Und benutzt auch hier Items. Entweder Seen, so wie ich, oder Ghost Usher. Tut die Runde komplett negieren. Auf die andere Runde verschieben, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr sie mit eurer Rotation besiegt. Also ihn one-shotten könnt. Hier setze ich erstmal, wie gesagt, auf Seen, weil ich einen Konter drin habe. Und dann gucken wir mal, wie das in der nächsten Runde ist. Wenn er immer noch am Leben ist, was eigentlich sein sollte. Okay, nee, okay, Vegito könnte das vielleicht hier rausnehmen, wenn er gut kontert. Wenn nicht, habe ich ja noch meinen Ghost Asche aufgehoben für die nächste Runde. Versteht ihr? Das meine ich mit, setzt eure Items an der Stelle gut ein. Aber unser Free Counter beendet das nicht. Okay, macht nichts. Der Dude ganz hinten greift als letzter. Und ich denke, bis dahin sollten wir mit den anderen Charakteren auf jeden Fall besiegt haben. Deswegen mache ich mir da keine großen Probleme, beziehungsweise Sorgen. Und tu da auch nicht Ghost Aschern, sondern wir nehmen es so hin, wie das ist. LR Vegito sollte ihn auf jeden Fall hier an der Stelle besiegen. Genau Leute, wenn euch das Ganze gefallen hat, und hier sehen wir auf jeden Fall Kevlars neue Animation. Kevlar habe ich natürlich instant awake. Dieser mir hier, SA10, hat einen Dupe offen. Das musste sein. Wenn euch das Ganze, wie gesagt, darauf euch hinaus, beziehungsweise um darauf zurückzugreifen, jetzt schon gefällt, vor allem das hier, wie sie das hier zeigen. Richtig geil, richtig geil. Fast schon Anime-like. Aber tada, auf einmal hat er sein Shirt an. Dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid und das Ganze unterstützen wollt, lasst auf jeden Fall auch ein Abo da. So, ab jetzt wird es schwer. Wir können ihn weder stunnen, noch sealen, noch seine Angriffe senken, noch die Verteidigung senken. Und ich bin mir sicher, er wird viel Schaden machen. Deswegen passen wir an der Stelle auch auf jeden Fall auf. Aber auch wenn Goku Black den Typenvorteil hat, würde ich gerne Rosé in der Rotation lassen, wenn ich ehrlich bin. Machen wir das Ganze mal so. Wir sind quasi schon full life. Also habe ich da keine Bedenken und kann da in die Runde so auf jeden Fall hineingehen. Hoffe ich mal, ja. Wir werden wenig Schaden machen. Wir müssen auf Crits hoffen. Normalerweise macht ein Elevator hier auf jeden Fall viel mehr Schaden. Aber wir wissen, Goku ist tanky, hat einen Angriff-Boost. Und nur unser Boy Jiren, den wir nicht haben, kann das hier quasi. Beziehungsweise nur er macht mehr Schaden. Deswegen an der Stelle muss euer Team auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Anyways, Leute. So. Die Rotation könnte ihn auf jeden Fall besiegen, bin ich mir sicher. Wie stellen wir das Ganze an? Machen wir das mal so. So. Und nicht vergessen, nach ihrem Awakening muss Kevlar nicht unbedingt physisch Orbs einsammeln, um auf ihren Angriff 12% und auf die Verteidigung 12% zu bekommen, sondern jegliche Art von Orb. Sie ändert zwar immer noch Int in physisch, aber sie muss nicht mehr physisch Orbs einsammeln. Das finde ich cool. Wenn man keine physisch Orbs liegen, zack, nimmt ihr eben andere Orbs, die da viel herumliegen, sage ich mal, eine Art. Sehr gut, aber bis jetzt läuft das Ganze schon gut. Wir sind auf Super 2 Stage natürlich. Okay, cool. Und danach... Hey, wisst ihr was? Das hat... ist so... Nee. Das ist aber quasi der Goku, der gegen Kevlar gekämpft hat. Die Theo-Version. Wir haben ihn hier besiegt. Im Anime war es natürlich nicht so. Aber... jetzt eskaliert es komplett. Und wie sie das gemacht haben, wie sie das geregelt haben, dass es eine Mechanik ist, da das ja total Trend ist im japanischen Okan Battle, dass die Charaktere eine Mechanik in der Passive haben, womit sie sich fusionieren, beziehungsweise, nee, womit sie die Form ändern, Power bekommen, Boost bekommen. Der eine ist Ui Goku, der andere ist LAVG, den ich hier habe, vielleicht triggert das Ganze hier noch. Und der andere, der noch kommt, ist Tarles. Es kommt ein Extreme Agility Tarles, zu dem habe ich noch kein Infovideo gemacht, das war nur V-Jump-Scans. Sobald wir mehr dazu wissen, werde ich es auf jeden Fall in einem Video abhacken. Wir haben Full Life, ich weiß auch nicht, ob wir uns... wir haben sehr viel Leben, wir lassen das Ganze mal so. Aber dieser Tarles wird auch so eine Art Mechanik, Transformations-Boost-Mechanik in seine Passive haben. Und wie gesagt, das finde ich cool, dass... wir kommen eine Ulti und die Ulti sieht an der Stelle richtig geil aus. Geil. Und der Dude hat verdammt viele HP-Balken. Krass. Wie sind das? 2, 4? Ah, wie geht's weg? Moment. Wenn die ganzen...
die ganzen Essays durch sind, dann zähle ich da auch auf jeden Fall mit. Aber ja, die Dudes wollen angreifen, sie wollen nicht aufhören. Zack, 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 zack. Rosedes. Zock. Nice. So, jetzt lass mich mal zählen. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10. 10 Balken, was? What? Und er hat auf jeden Fall Schaden gemacht. Er hat auf jeden Fall Schaden gemacht, also... Ah, wir waren nicht unter 50%, sonst hätten wir uns eigentlich verwandelt, denke ich. Ich glaube, wir haben 6 Runden schon hinter uns. Macht nichts. Vielleicht nächste Runde dann, let's go. Denn, ihr wisst ja, Levegito, nach 6 Runden besteht die Chance, dass er sich fusioniert. Weil er Fusion vollzieht, aber da muss unser HP noch 50% oder drunter sein. Dann funktioniert das Ganze an der Stelle. Gut. Wir machen zwar nicht vollen Schaden, ihr merkt es schon, aber wenn wir da critten, wenn mal Vegito Blue Crit raushaut, leider nicht, dann ist es auf jeden Fall schon mehr Schaden und mit dem einen oder anderen Crit können wir das Ganze hier schaffen. Und Vegito Blue, ja, immer noch der Main, ja. Also Respekt an Vegito Blue, er hält sich immer noch sehr gut. Die Konter, die hauen alles weg. Die hauen alles weg. Noch eine Ulti, okay. Die Ulti ist geil, das haben sie total gut gemacht, total gut. Richtig geil, Atemraum vor allem. So, jetzt bin ich mal gespannt, vielleicht können wir jetzt darauf hinauslaufen, dass Kefla das Ganze beendet. Gucken wir mal, noch ein Balken. Kefla ist back. So, wo bekommt sie mehr Boost? So, oh, hier sind sehr viele Orbs, wie gesagt. Es ist egal, welche Orbs sie einsammelt. Und schauen wir mal, ob Kefla das Ganze hier beenden kann. Das Dokument von Umigoku. Um das nochmal zusammenzufassen, ihr braucht auf jeden Fall ein sehr gutes Team, um da reinzugehen. Uigoku macht vermehrt Schaden, ist tanky. Nur Jiden macht vermehrt Schaden gegen ihn. Alles andere nichts. Es gibt keine Pass, die das Ganze annulliert. Gegen Gekidama Goku, nice, Kefla hat's beendet. Müsst ihr aufpassen, es ist eine K.O.-Ulti. Entweder mit Charakteren, die K.O.-Ultis überleben. Entweder ihr seed euren Gegner mit eurem Charakter. Worauf ich aber jedem empfehlen würde, ist das, wie ich es gemacht habe, mit Ziel-Item Oranai Baba oder Ghost Asher an der Stelle. Und nicht vergessen, ab Phase 4 kann man weder stunnen noch seeden noch Angriff und Verteidigung senden. Aber an der Stelle war es das schon vom neuen Dokument von Uigoku. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.